In diesem Video besprechen wir den ultimativen Speaker. Ich bin selbst persönlich auf den gekommen, hab das selber auch, nein, nicht diese Art von kommen. Auf jeden Fall, hab den selber auch ausprobiert. Ich war das Versuchskaninchen, es hat wirklich erstaunlicherweise gut funktioniert. Also, fangen wir an. Ja, in den meisten Schulen gibt es ja bei einer Klausur, Prüfung, Arbeit, Test, was auch immer, einmal die Prüfung, das Papier, wo die Fragen draufstehen, nennen wir das jetzt einfach mal Papier oder Blatt A. Und dann hat man noch halt das Papier, wo man seine Antworten draufschreiben muss, nennen wir das jetzt einfach mal Papier B. In den meisten Fällen bei einer Klausur, Arbeit, auf jeden Fall alles, was schriftlich ist, hat man meistens das gleiche Papier B. Und ja, das ist ganz wichtig. Papier B ist wichtig, Leute. Bevor wir aber anfangen, habe ich hier noch ein kleines Beispiel, damit man die Methode gleich besser versteht. Nämlich, wenn man irgendwie eine Französisch-Klausur schreiben muss oder irgendwie heißt sowas, keine Ahnung, irgendwas mit Vokabeln und dann diese zwei Wörter irgendwie dann, die kommen nicht in eurem Kopf rein, die sind viel zu kompliziert. Und was ich dann früher gemacht habe, ist einfach diese zwei Wörter im Kopf behalten, die ganze Zeit genannt, bis die Klausur angefangen hat. Der Lehrer hat dann diese zwei Blätter ausgeteilt, Papier A und Papier B, die Klausur fängt an und diese zwei Wörter, die man die ganze Zeit im Kopf genannt hat, die schreibt man dann schnell auf Papier B auf, damit man die halt nicht mehr vergisst und dann sind die halt safe, dann hat man die halt. So, jetzt fangen wir aber wirklich an. Der ultimative Spicker. Was ihr dafür braucht, ist Papier B. Wie ihr daran kommt, wie ihr das kriegt, ist mir egal, aber ihr braucht Papier B. Wenn ihr zu Hause seid mit Papier B, dann schreibt ihr einfach auf dieses Blatt euren Spicker. Der Spicker muss so aussehen, dass der Lehrer denkt, dass ihr das, was ihr zu Hause auf diesen Spicker draufgeschrieben habt, dass ihr das in der Klasse gemacht habt, während der Klausur. Schreibt auf dem Spicker Sachen, die ihr wissen müsst für die Klausur und lasst es aussehen, ganz wichtig, wie im Beispiel erwähnt, als ob ihr diese Sachen vor der Klausur die ganze Zeit im Kopf behalten habt und es als Hilfe erst während der Klausur aufs Blatt geschrieben habt. Um es realistisch aussehen zu lassen, schreibt ihr am besten nicht schön, damit es so aussieht, als ob ihr so schnell wie möglich diese Formeln oder was auch immer aufs Blatt schreiben wolltet, damit ihr die nicht wieder vergisst. Auch solltet ihr nicht klein schreiben, weil wenn ihr jetzt irgendwie so ganz klein euren Speaker oben in der Ecke oder so irgendwie da reinschreibt, dann ist es ja offensichtlich, falls der Lehrer das sieht, dass es ein Speaker ist. Weil wieso sollte man etwas, was man während der Klausur auf ein extra Blatt geschrieben hat, klein schreiben? Das ergibt keinen Sinn. Warum nicht einfach groß? Und außerdem ist es auch sehr wichtig, dass ihr nicht zu viel auf den Spicker schreibt, weil wie viel wird der Lehrer dir glauben, dass du das behalten hast, diese Sachen, und dann während der Klausur als Gehirnunterstützung oder halt als Schmierzettel da aufgeschrieben hast, dass du das halt nicht mehr während der Klausur vergisst? Ich meine, es ist jetzt sehr unrealistisch, dass der Lehrer glaubt, wenn du da 1000 Vokabeln drauf schreibst, dass du die alle behalten hast, weil dann, ja, das ergibt einfach total keinen Sinn. Deswegen nicht übertreiben und dann wird das Ganze auch funktionieren. Während der Klausur teilt der Lehrer natürlich Papier A und Papier B aus. Und dann habt ihr halt Papier A und B auf eurem Tisch liegen. Wenn der Lehrer die zwei Blätter ausgeteilt hat, dann nehmt ihr aus eurer Tasche Papier B. Wenn ihr das geschafft habt, tut ihr euren Spicker unter das leere Blatt. Also das Blatt, was ihr von eurem Lehrer gekriegt habt. Weil wenn ihr jetzt irgendwie so ein Schmierzettel in 5 Minuten oder wie viel auch immer, falls der Lehrer in den ersten 5 Minuten irgendwie bei dir vorbeikommt und sieht, du hast ein Blatt liegen, was schon total voll geschrieben ist und das ist einfach theoretisch nicht möglich in diese 5 Minuten oder wie viel auch immer. Deswegen bleibt safe, tut das erst unter das leere Blatt und holt es dann irgendwie nach einer Viertelstunde, eine halbe Stunde da raus. Kommt drauf an, wie viel ihr da drauf geschrieben habt, damit der Lehrer halt auch sieht, dass ihr das in dieser Zeit wirklich geschafft haben könnt. So, aber jetzt, wie gesagt, falls der Lehrer dann durch die Klasse läuft und sieht, ihr habt da zweimal Blatt B auf eurem Tisch liegen, dann das ist gar kein Problem. Also, wirklich, ihr müsst euch darüber keine Sorgen machen, weil der Lehrer, der muss auf so viel achten, irgendwie 30 Leute hat er da in der Klasse sitzen und der wird dann ganz bestimmt nicht irgendwie checken, dass du ein Blatt da geholt hast, ein extra Blatt, das du jetzt als Schmierzettel benutzt hast. Oder es kann natürlich auch sein, dass der Lehrer dir aus Versehen zweimal Blatt B gegeben hat und du dann das zweite Blatt als Schmierzettel benutzt hast. Also wirklich,
Glaub mir, wenn der Lehrer da sieht, dass du da drei Blätter hast, der wird da gar nicht drüber nachdenken. Wirklich, ich habe Erfahrung damit. Um trotzdem sicher genug zu sein, ist es am besten, den Spicker so spät wie möglich unter das erste Blatt B rauszuholen, weil desto später man das macht, desto weniger checkt der Lehrer etwas. Jetzt kommt noch das Letzte. Wenn ihr das überstanden habt, dann ist gut. Nämlich müsst ihr jetzt nur noch versuchen, den Spicker halt wegzustecken, weil es ist schon riskant. Auch wenn ihr den Spicker so aussehen haben lasst, getan, getun, wie ein Schmierzettel, ist es trotzdem riskant, den mitzugeben zur Kontrolle, weil es stehen halt Formen da drauf, Wörter, und wenn man da genauer hinschaut, dann kann es schon wirklich sein, dass der Lehrer sieht, dass das halt ein Spicker ist. Auch wenn mir das schon zweimal passiert ist, ich habe zweimal auf Versehen meinen Spicker mit zur Kontrolle abgegeben. Ja, falls ihr die Story dazu hören wollt, dann schreibt Hashtag asiatische Salami in die Kommentare und dann erzähle ich das.